Russland nutzt Getreide erneut als Druckmittel. Die russische Regierung hat den Stopp des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer bekannt gegeben. Der Deal läuft heute Abend regulär aus. Und der Kreml-Sprecher Dmitri Pesko, der sagte vor wenigen Minuten, Russland werde zu dem Abkommen zurückkehren, sobald seine Forderungen erfüllt sind. Scheitert eine Verlängerung des Abkommens, so droht erneut ein Getreidemangel, der besonders die ärmeren afrikanischen Länder hart treffen würde. Auf den Feldern der Ukraine läuft bereits die Ernte. Das Land ist einer der weltweit wichtigsten Getreideexporteure. Vergangenes Jahr drohte dieser Export aber nicht zu klappen, weil Russland den Seeweg über das Schwarze Meer blockiert hatte. Erst nach 10 Verhandlungen konnte die Blockade vergangenen Juli beendet werden. In den letzten 12 Monaten konnte die Ukraine damit doch noch 33 Millionen Tonnen Getreide verschiffen und damit die Weltmarktpreise wieder senken. Jetzt hat Moskau dieses Getreideabkommen de facto beendet. Eine Wiederaufnahme erfolgt nur, so der Kreml, wenn einige Bedingungen erfüllt werden. Präsident Putin beklagt, dass etwa durch Strafmaßnahmen gegen die staatliche russische Landwirtschaftsbank der Export eigenen Getreides und Düngers nicht unbegrenzt abgewickelt werden könne. Probleme gebe es demnach auch bei der Versicherung der Frachten. Bis das nicht geklärt sei, zeige man keine Bereitschaft, das Abkommen fortzuführen. In Afrika gibt es große Sorge, dass wichtige Nahrungsmittel dann noch knapper werden. Die Vereinten Nationen forderten alle Parteien deshalb dazu auf, die Vereinbarung zu verlängern, um die globale Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und zugeschaltet ist mir nun der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Tag. Der Kreml hat zu verstehen gegeben, dass Russland die Beteiligung an dem Abkommen aussetzen werde und erst dann wieder einsteigen, wenn der Westen die russische Lebensmittel- und Düngemittellieferung wieder ermögliche. Also man versucht hier seitens Russland den Westen zu erpressen. Was glauben Sie, wird Putin damit Erfolg haben? Ich gehe nicht davon aus, dass Putin damit Erfolg hat, denn er versucht die ganze Zeit schon mit einer Politik des Hungers die Welt im Grunde zu erpressen und nicht nur den Westen. Und außerdem ist es einfach schlichtweg russische Propaganda, dass russisches Getreide nicht exportiert werden darf oder kann. Da gibt es überhaupt keine Sanktionen dagegen. Trotzdem, Putin wird das Getreideabkommen nicht fortsetzen, wenn eben seine Bedingungen nicht erfüllt werden. Also in welcher Zwickmühle steckt die internationale Gemeinschaft hier auch? Einerseits nicht nachgeben bei den Forderungen Russlands, andererseits natürlich eine Lebensmittelkrise, eine Katastrophe in afrikanischen Ländern verhindern. Ich glaube, man muss erstmal sortieren, nämlich manche der Forderungen von Russland sind einfach Propagandalügen, wo Russland etwas behauptet, was es überhaupt nicht gibt, nämlich Russland kann Getreide exportieren. Das ist der erste Punkt. Dann der nächste Punkt ist, dass, glaube ich, insbesondere die Länder des globalen Südens sich klar machen müssen, dass gegenüber Putin nur massiver Druck hilft. Und wir wiederum müssen alles dafür tun, was wir können, um die Länder des globalen Südens zu unterstützen, dass es dort nicht zu Hungerkatastrophen gibt. Das heißt, auf der anderen Seite alternative Exportwege stärken, des Weiteren die Länder unterstützen damit, dass sie unter anderem in den USA, in Brasilien, in Argentinien Lebensmittel, Getreide und so weiter aufkaufen können und des Weiteren die Ukraine weiter massiv unterstützen, dass Putin erkennt, er wird am Ende diesen Krieg verlieren. Aber der Deal läuft ja heute aus. Also so schnell kann man ja keine alternativen Getreidelieferungen den afrikanischen Ländern bereitstellen. Nein, man kann es nicht von heute auf morgen machen. Man muss auch weiterhin versuchen zu verhandeln. Das heißt, alles gleichzeitig parallel tun. Aber man muss auch klar sagen, es wird nicht von heute auf morgen sozusagen das Getreide ausgehen, sondern es hat ja gestern oder heute verlässt noch ein Schiff die Ukraine, den ukrainischen Hafen. Ich glaube, aus Odessa ist, ja, heute fährt das letzte Schiff ab. Und deshalb muss man, wie gesagt, auch weiterhin versuchen zu verhandeln. Aber man darf halt auch nicht auf russische Propagandalügen reinfallen.
Apropos russische Propaganda, heute Nacht gab es Angriffe, Explosionen auf einer Brücke zur Halbinsel Krim. Und die Russen sprechen von einem ukrainischen Terrorakt. Die Ukraine spricht von einer Spezialoperation des ukrainischen Geheimdienstes. Wir haben eben mit unserem Russland-Korrespondenten gesprochen. Er hat gesagt, er rechnet damit, dass es einen Vergeltungsschlag der Russen geben könnte. Erwarten Sie diesen auch? Russland bombardiert die ganze Zeit völkerrechtswidrig die Zivilbevölkerung und die Städte der Ukraine. Deswegen ist es, glaube ich, einfach auch am Ende nur etwas, was Russland behauptet, ein Vergeltungsschlag. Es greift, wie gesagt, die ganze Zeit die Ukraine an und tötet Zivilisten. Und man muss klar sagen, die Krim ist ukrainisch von Russland besetzt und es läuft erheblicher Nachschub über die Brücke von Kertsch. Und deshalb ist es für die Ukraine ein legitimes militärisches Ziel, diese Brücke zum Einsturz zu bringen. Ein zweites großes Thema am heutigen Tage ist der EU-Flüchtlingsdeal mit Tunesien. Tunesien bekommt 900 Millionen Euro Finanzhilfen. Im Gegenzug soll das Land künftig stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen, um eben die Abfahrten von Menschen in Richtung Europa zu reduzieren. Wie bewerten Sie dieses Abkommen? Dieses Abkommen bewerte ich als ziemlich kritisch. Vor allem muss man ehrlicherweise sagen, hat man Tunesien, das lange auf einem guten demokratischen Weg war, jetzt jahrelang mehr oder weniger hängen lassen. Und jetzt, wo ein Autokrat an der Macht ist, dessen Sicherheitskräfte Menschen in die Sahara verschleppen und dort ohne Wasser aussetzen, mit so einem autokratischen Herrscher ein Abkommen zu schließen, ist ein Zeichen für die Welt, das sowohl humanitär als auch geostrategisch nicht klug ist. Denn wir haben es vorher schon gesprochen von den Staaten des globalen Südens, die wir dringend brauchen, auch als Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Russland, das ja immer wieder die Ukraine angreift. Und die Menschen sagen einem ganz klar, wenn ihr unsere Staatsbürger im Mittelmeer ertrinken lasst, wenn ihr sie in der Wüste aussetzt, oder mit denen Verhandlungen macht, die unsere Staatsbürger in der Wüste aussetzen und sterben lassen. Wie glaubt ihr dann, dass ihr uns als eure Verbündeten gewinnt? Also in der Form ist es geostrategisch und humanitär ein Problem. Und natürlich muss man auch was machen, nämlich das Sterben im Mittelmeer ist unerträglich. Die Zustände in Nordafrika, in den Lagern für Flüchtlinge sind so nicht tragbar. Aber mit dem autokratischen Herrscher jetzt so ziemlich bedingungslos ein solches Abkommen zu schließen, ist eher eine Motivation, die Europäische Union weiter zu erpressen, statt vernünftig mit Geflüchteten umzugehen und das Ganze zu ordnen, nämlich das Chaos, das wir jetzt haben und die vielen Toten im Mittelmeer, die kann ja wirklich niemand wollen. Anton Hofreiter, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.